als hättest du hier 2000 Raka'a gebetet. Und stell mal vor, er sagt, ein Monat lang durchgehend Gottesdienst dafür zurückzuziehen vom Lohn, aber meinem Bruder etwas zu erleichtern, das ist besser im Lohn. Haben wir das verstanden? Damit ihr seht, wo die Leute hingehen. Sie beschäftigen sich und nehmen stundenlang in Themen und Sachen, was ihnen nichts bringt, und vergessen, ihren Boden richtig zu pflegen und schön zu pflegen, und dass sie die schlechte Schaden von dem Boden weg entfernen. Und deswegen, was nutzt dir, mein lieber Bruder, dass du Fiqh kennst und dass du Gebote kennst, Halal, Haram und Hadith und Koran? Was nutzt dir das, wenn du das theoretisch kennst, aber in deinem Herzen hast du Hass und Neid, Feindschaft, Abscheu gegenüber Menschen? Was nutzt dir das? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Inna al-hasada ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Der Neid frisst die guten Taten, die Hasanat, genauso wie Feuer Holz frisst. Nochmal ein Vergleich. Seht ihr? Deswegen, meine liebe Brüder, und lasst euch nicht von Leuten ablenken, die sagen, ach, er erzählt hier nur, das kennen wir alles, das kennen wir alles. Diese Leute, ihre Herzen ist leer. Allah Ta'ala will für sie nicht das Gute. Er will für ihnen das noch nichts geben. Und freut euch darüber, dass ihr diese Möglichkeit habt, euch nach den Weisheiten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam erziehen zu lassen. Wallahi, das ist das Beste. Das beste Wort ist das Wort Allahs. Und die beste Lebensweise ist die Lebensweise von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, al-khayra kull al-khayr fi tiba'i. Das ist das. Willst du deine Rettung haben, folge Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Dann hört mal, was Allah Ta'ala über seinen Charakter gesagt hat. Wenn du ein Lob von sagen wir mal, von Angela Merkel bekommst, als Bürger, Staatsbürger in Deutschland, du hast was gemacht, ein Entwicklungsprojekt, und du hast was erreicht. Dann kommt Angela Merkel und macht dir extra einen Abend, und dann kommen Minister, um dich zu loben und sagen, der Bürger so und so, wie willst du dich fühlen? Jetzt hör mal, was der König aller Königen, der Schöpfer aller Kreaturen, lobt Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinem Charakter. Und bevor er ihn lobt, er hat erst mal geschworen. Nun, wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Nun, und bei dem Schreibfeder, du bist nicht geizig, geizig gestört, wie sie ihn über ihn gesagt haben. Er ist nur geizig gestört. Er ist ein Zauberer. Er verteidigt ihn. Und dann schwört Allah und sagt ihm, und du hast wahrlich einen hohen Charakter. Und du bist wahrlich im hohen Charakter. Du besitzt einen gewaltigen, hohen Charakter. Das hat Allah Ta'ala zu Muhammad gesagt. Deswegen nehmen wir ihn als Vorbild. Allah Ta'ala sagt im Koran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ihr habt in dem Gesandten Allahs ein gutes Vorbild. Das ist ein guter Vorbild. Wallahi, leider, unsere Jugendlichen, die Dunya, das diesseitige Leben, hat ihre Herzen gewonnen, sodass sie andere Vorbilder gesucht haben. Wir haben eine Umfrage gemacht, unsere muslimische Jugend. Das ist dein Vorbild. Einfach jetzt unabhängig. Da kam einer ohne Bart, ohne nichts. Er macht nur, war Freund. Wer ist dein Vorbild? Er sagt, oh, Berkan. Und dann kommt der andere, wer ist dein Vorbild? Einer sagt, Zidane. Und der nächste sagt, wer ist dein Vorbild? Kein einziger. Subhanallah. Da siehst du, wie die Menschen schon mit Dunya verbunden sind. Aber ein Muslim, der auf dem Weg Allahs ist und der seine Religion im Herzen nimmt, er sagt, mein Vorbild ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nach ihm sind seine besten Schüler Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Mas'ud und die Ulama, und Imam Malik, und Imam Shafi'i, und Imam Abu Hanifa, und geh weiter. Und alle Imame unserer Zeit und die besten und guten Leuten. Und deswegen, barakallahu alaikum, ich betone das nochmal. Macht so viel und legt viel Wert auf euren Charakter.
والله du wirst vieles gewinnen. Und auch wenn du nur ein bisschen hast von deinen guten Taten, ich meine damit was? Gottesdienste. Wenn du auch nur ein bisschen hast, du wirst besser als derjenige, der 60 Jahre lang Tag und Nacht betet, Tag und Nacht betet und fastet. Du wirst seinen Lohn erreichen, nur mit deinen Pflichten, was er eigentlich schon abgehackt hat, nur mit deinen Pflichten, aber mit gutem Charakter. Wer sagt das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرْ وَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَنَامْ. Und der Diener, pass auf, erreicht durch seine Charaktereigenschaften, sein Benehmen, die Stufe von wem? Die Stufe von einem dauerhaft fastenden, dauerhaft betenden. MashaAllah. Pass auf, nochmal, das ist ja, mach nur deine Pflichte. Jetzt, wenn du nur Standard-Muslim bist, deswegen manche Leute, sie machen sich groß, ich kenne Sunan, mach mal, sei Standard-Muslim, ich sage es dir, sei Standard-Muslim. Was heißt Standard-Muslim? Mach deine Pflichten. Muss nicht so viele Sunan machen, musst du nicht so viele freiwillige Gebeten, obwohl das umso mehr, umso besser natürlich. Das heißt nicht, dass ich die Sunan und die freiwilligen guten Taten gottesdienstlicher Handlungen unterschätze. Nein. Aber ich sage dir, wenn du das trotzdem machst, nur deine Pflichte, Ramadan, einmal im Leben pilgern, im Leben, 5 Gebete, nur 5 Gebete, nicht mal die Sunnen, aber ich verletze niemanden. Ich tue niemandem Unrecht. Ich beleidige niemanden. Ich passe auf meine Augen, meine... Wallahi, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, du erreichst mit so wenig Taten die Stufe eines dauerhaft fastenden, dauerhaft betenden, also Mönch, der nur Allah gedient hat. Haben wir das verstanden oder nicht? Deswegen, liebe Brüder, das sind die Dinge, die heutzutage in Vergesslichkeit geraten werden. Besonders von den praktizierenden Brüdern und Schwestern. Du siehst, Brüder, je mehr sie praktizieren, desto weniger Akhlaq sie haben. Warum? Weil der Shaitan eine Tür benutzt, während ihrer Praxis. Er sagt, hey, du bist jetzt gut geworden. Hey, jetzt hast du Wissen. Und dann auf einmal guckt er die anderen unter ihm. Ach, die haben keine Ahnung. Ich bin der Beste. Ach, er macht Neuerungen. Ach, er macht Sünden. Ach, er macht, und ich bin. Er sagt, ich bin es. Na, was bist du? Du bist gar nicht. Du bist einer, der sich sieht. Wal'iyadu billah. Und das, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut und hasst. Und deswegen, barakallahu fikum, sage ich euch, diesen Montagsunterricht ist eigentlich ein Segen, wenn ihr mal wissen würdet, was drin steckt. Wallahi, ist ein Segen. Und Allah ta'ala wollte es, dass dieses Buch, Riyadu al-Salihin, dieser Alim hat dieses Buch geschrieben. Was hat er gemacht? Er hat nichts Besonderes gemacht, was die Ulama nicht machten. Wallahi, er war im 7. Jahrhundert. Er hat nichts Besonderes gemacht. Er hat Hadith-Sammlungen gesammelt und er hat sie in Kapiteln geordnet. Aber er hat alles, was mit Charakter und Benehmen zu tun hat, gesammelt und geordnet. Mehr nicht. Aber der Mann, sagen die Ulema, war bei dieser Tat aufrichtig. Er hat das aus ganzem Herzen gemacht. Und deswegen der Segen von diesem Buch, Riyadu al-Salihin, Allahu Akbar. Wisst ihr, dass das Buch Riyadu al-Salihin von Kauf her, von Verkauf her und von Anzahl auf der Erde das zweite Buch nach Koran? In jede muslimische Familie gibt es in Vitrine Koran, Riyadu al-Salihin. Die Ulama haben gesagt, wallahi, es gibt viele Ulama, sie haben viel mehr gemacht. Es gibt viele Bücher, die ordentlicher sogar sind. Ja, aber was ist mit dem Buch? Im Buch steht Geheimnisse, die wir nicht sehen. Baraka. Baraka. Genauso wie Aisha radiallahu anha sagt. Manche von euch geben nur 1 Dinar, also 1 Cent. Sadaqa. 1 Cent, Sadaqa. Du hast so gemacht, du hast nichts gefunden. Aber du hast das gegeben von deinem Herzen für Allah. Dann sagt Aisha radiallahu anha, und das ist eine Überlieferung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
فيأخذها الله بيمينه. الله nimmt diese Sadaqa mit seiner Rechten. Eine Art und Weise, die wir nicht kennen. Und dann sagt, فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. Allah pflegt diese Almosen genauso wie einer von euch sein Pferd pflegt. Und ihr kennt Pferde, wie pflegebedürftig sie sind. Jeden Tag musst du was mit ihnen machen.